Probierung machen. Und da ist es auch schon. Mana-Schwert wiederhergestellt. So, und so sieht es nämlich aus, das Mana-Schwert. Genial, oder? So, da ist er. Da bin ich ja mal gespannt. Wir müssen vorsichtig sein. Er kann... Ja, er kann. Und er wird auch, höchstwahrscheinlich. Uns gut Schaden zufügen. Wir haben zwar das Mana-Schwert nicht auf Maximallevel gelevelt, aber ich denke mal, das wird schon funktionieren. Da bist ihr! Kontermagie. Ah ja, okay. Reines Licht Stufe 8. Hast ein paar tolle Zauber drauf. Oh Gott, wie wir halt die ganze Zeit verfehlen, ne? Und er fokussiert halt uns, das ist auch ein bisschen unangenehm. Und schon ist er wieder weg. Ja, schade, ist ganz hin. Weil die Zeit müssen wir natürlich nutzen, wenn es geht. Ah, nee. Obwohl, nee, wir können ja auch mal eben kurz warten. Bis er den nächsten Zauber spricht. Die Mädels sehen ja noch ganz gut aus. Aus der Entfernung können wir nichts machen. Wir müssen warten, bis er da ist. Genau darauf habe ich gewartet. Aber was wir natürlich jetzt noch machen könnten, wäre schützen, was hinkriegen. Oh, und jetzt müssen wir uns natürlich beeilen. Oh, here we go, dann machen wir mal, ne? Wurde reaktiviert. Aber sieht er nicht gut aus? Also Wahnsinn. Im ersten Teil konnte man das noch erkennen, dass halt wirklich Flämmchen ist. Und hier haben sie es extrem gut gemacht. Und nicht, dass er jetzt wieder wegfliegt, ne? Das wäre, ja, Chance verpasst, ne? Und das ist halt das, ich sag mal, Trickreiche darum. Aber ich denke mal, für einen Schlag sollte es halten. Warten wir eben einen Zauber ab. Ist ja auch der Endkampf. Verzeiht. Oder boom. So. Auf ein neues. Brauchst du noch etwas oder kommst du? Ne, er kommt. Ja, dann komm mal ran, ja. Ja, direkt dreimal gehittet. Und da ist es schon wieder over. Einen Schaden kassieren wir auf jeden Fall. Aber es sollte schon funktionieren. Ich meine, Infos kriegen wir keine von ihm. Aber das ist ja auch an für sich halb so wild. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir denn? Hat er einen Zauberspruch? Monster gegen... Ich versuche es mal mit dem Mädel. Die Kontermagie ist ein sehr, sehr cooler Zauber. Funktioniert halt hier auf unserem Level jetzt nur einmalig. Dürfen wir dir jetzt eigentlich auch noch eine Walnuss geben? Okay, die Items funktionieren wunderbar. Oh, dann zauber du mal. Wenn wir in der Zeit auch nochmal ohne Probleme unser Mana-Schwert reaktivieren. Ja, einfach ein bisschen auffrischen. Geben wir halt nochmal Schaden. So. Und dann geht's los. Magie abgewehrt. Ach ja, stimmt. Wir konnten sie nicht heilen, ne? Ja. Das ist nämlich das Fatale eigentlich daran. Magie bannen. Oh ja, mach doch mal. So, 6, 7. Oh nein, er erwischt gerade uns. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Aber egal. Zack, 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 zack. Ah. Nicht so das Wahre, aber nein. Kriegen wir noch hin. Warte ich noch einmal. Und noch einmal. Jawohl.
Gut, wollen wir natürlich mal eben kurz casten, wenn es geht. Wischen tut er uns so oder so. Wunderbar. Unser Schwert ist noch Bombe. Was könnten wir halt noch machen? Im besten Fall natürlich uns noch ein bisschen schützen. Agilität geben. Wir können alles benutzen, worauf wir Bock hätten. Nee, gib mir doch mal den... Genau. Es gibt so bitte nur ihn. Energiebällchen. Ja, Power im Hintern. Jetzt warten wir eben wieder auf den Damage. Bumm. Obwohl, das ging eigentlich. Achso, aber der Zauber ist erlischt. Mana Power. Mana Power. Mana, we need you. So, auf ein neues. Take that. Wir kriegen die schon platt. Natürlich maximaler kritischer Schaden 999. Das haben sie, denke ich mal, nicht geändert. Jawohl, geht doch. Sehr gut. Ja, und da haben wir es. Das ist der epische Kampf. Haben wir gut gelevelt? Es geht auch schwieriger. What? No! They're gone. We couldn't even say goodbye. Not them too. I'll never forget you. Ever. Me neither. Or Dylok. We have to be strong, like they were. We have to survive. Aber dennoch extrem traurig. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe damals echt geheult. The mana beast is turning into snow. Die Koboldin war halt schon extrem cool. Dass sie halt dann einfach weg ist. Eieiei. Ja, Leute. Im Großen und Ganzen, das war Secret of Mana. Ich denke mal, wir haben jetzt insgesamt, ja, sagen wir einfach mal hochgenommen, 24 Stunden gespielt. Also echt Game-Spielzeit. Und ich finde, das geht eigentlich. War damals halt der Klassiker schlechthin. Mich und viele andere Leute, hat das Spiel sehr geprägt. Und ich bin gespannt, was sie jetzt aus den Cutscenes gemacht haben. Okay. Ist ja sogar fast noch vom Original, ne? Nice. Haben sie übernommen. Haben sie auch noch bearbeitet, aber ist es das Original? Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut gefallen. Ist total cool. Und da sie es auch 1:1 übernommen haben, bleibt ruhig dran, denn am Ende passiert noch was Cooles. Aber nee, es ist alles beim Alten geblieben. Die Gegenstände sind geblieben. Das Kampfsystem natürlich ist Geschmackssache. Der Spielspaß ist auf jeden Fall vorhanden. Wenn man es natürlich mit mehreren Leuten spielt, geht es erstmal richtig los. Und ja, macht Fun. Schöne Geschichte. Sie haben natürlich ein paar Sachen geändert, aber... war auf jeden Fall nice. Die Geschichte kommt meiner Meinung nach gegenüber dem ersten Teil deutlicher rüber, besser rüber. Also das Remake ist auf jeden Fall gut gelungen, was die Geschichte angeht. Und alle anderen sonstigen Gespräche und das, was man so erlebt hat und gemacht hat, erstklassig. Und ich meine, immerhin im Let's Play jetzt, was wir gemacht haben, sind wir nur einmal gestorben, glaube ich, ne? An der Wand. Weil ich dann auch irgendwas in Erinnerung hatte und das ist dann wiederum passiert. Die Wand hat uns zerquetscht. Und ansonsten sind wir ja wunderbar durchgekommen. Einen oder anderen Tod mussten wir natürlich hinnehmen. Aber ohne Probleme, wir hatten ja
genug Engelskelche dabei, so schimpft man sie ja. Ja, und natürlich geht noch einiges mehr. Wie gesagt, die stärkste Rüstung, alles, was man haben kann, gibt es halt in der Mana-Festung, genauso wie die versteckten Orbs. Ne? Wir haben ja zwei Orbs verpasst, einmal für die Axt, einmal für die Klaue. Die waren noch irgendwo. Ne? Also ein 100%-Run kriegt man auf jeden Fall hin. Ja, schön, mit der Hexe. Wir besuchen nämlich alle alten Orte gerade in dem Augenblick. Deswegen fasel ich noch ein bisschen. Und selbstverständlich auch die versteckten Orbs, das ist ja eigentlich so das Interessante. Und wiederum auch mit der Magie. Also, so viel zum Thema mit den Brüdern. Jetzt sehen wir nämlich vier Stück auf einer Stelle. Ja, es sind Vierlinge gewesen, die alle gleich aussehen. Ach, der gute Schmied, ne? Und, ja, man kann auf jeden Fall noch ein bisschen aufleveln. Ja, und die ganzen Waffen haben ein besonderes Moveset auf Level 9, wenn man das so sagen möchte. Wenn Magie hochgelevelt ist bis ins Maximale, hat man hier dann noch ein besonderes, ich sag jetzt mal Moveset vom Aussehen der Zauber. Wenn man dann zum Beispiel diese drei Flammbälle von Vesuvio nimmt, um Gegner Schaden zuzufügen, dann kommen drei Drachen und all so ein Kram. Also es macht extrem viel Spaß. Aber es braucht auch seine Zeit. Hat man ja schon gesehen bei uns. Ja, aber ich bin zufrieden. Wir sind gut durchgekommen. Das ist wie gesagt der zweite Teil. Normalerweise einer dreiteiligen Reihe. Es wurde bei uns nur umgeschrieben. Das heißt der Secret of Mana. Und ja, der dritte Teil ist auch noch ziemlich cool, hat mehrere Charaktere. Der wurde aber halt nicht für uns umgeschrieben. Dafür bräuchten wir einen Emulator und Co. Ach ja. Aber man erinnert sich gerne zurück, wo wir überall gewesen sind. War schon cool. Hat Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir natürlich auch wieder zurück in unser Dorf, wo wir verbannt worden sind, zu guter Letzt. Ja. Denn, ja, wir sind ja der Held von Mana und wir besitzen ja auch aktuell noch das Schwert. Könnt ihr euch ja vorstellen. Na, kommt bestimmt jetzt gleich noch nach den Credits. So viel Zeit muss sein, ne? Gutes braucht Zeit. Nee, aber es ist eine wunderschöne Geschichte, finde ich. Also, nach wie vor, ich konnte mich an vieles wieder erinnern, an manche Sachen nicht. Und dann letztendlich, wo man dann direkt vor Ort war, wo wir es selbst gespielt haben, dann kamen die Erinnerungen alle wieder. Genauso das halt mit dem Vater, mit der Mutter, ne? Mit dem, ich sag jetzt mal, Mana-Stamm, wenn man das so sagen möchte. Die Mutter sich halt nun mal in den Mana-Baum verwandelt hat und der Vater halt so ein tapferer, legendärer Ritter gewesen ist, der das Mana-Schwert geführt hat, ist schon eine coole Story, auch wenn sehr traurig. Zu guter Letzt auch jetzt mit der Koboldin oder in dem Sinne der Fee. Ja. Hilfe. Das ist halt egal, wie man es nennen möchte. Aber es ist auf jeden Fall schon cool. Ja, jetzt gibt es natürlich noch die Frage der Fragen. Ich weiß, ein guter Freund von mir wird mich wahrscheinlich fragen, ob es den Rubin-Diadem gibt. Wir haben ihn nicht gesehen. Es ist ja das besondere Symbol, wonach jeder gesucht hat. Ich weiß es nicht, ob es im Remake vielleicht den Rubin-Diadem gibt. Soll ja irgendwie ein Non-Plus-Ultra-Teil sein, zumindest ging man damals davon aus, dann gab es ja irgendwann die Bestätigung, dass es kein Rubin-Diadem gibt. Und ja, keine Ahnung. Wäre natürlich noch nett zu wissen. Ich kann es ja mal recherchieren. Ich denke mal, es gibt einige Leute, die jetzt das Remake schon durch haben oder die jetzt noch weiter am Farmen sind. Ob den irgendjemand irgendwoher gefunden hat. Ja, gekauft, gefunden, wie auch immer. Ich hoffe, wir haben nicht allzu viel verpasst. Davor habe ich ja meistens immer Angst. In den ganzen Rollenspielen will man an für sich immer alles mitnehmen. Aber ich denke mal, wir haben das Wichtigste
miterlebt. Und mitgenommen, vor allem. Da war das schön. Also unabhängig von den Spielabstürzen, die wir jetzt hatten, insgesamt, gegen Ende des Spiels aber erst, 3 Stück waren es jetzt an der Anzahl, für 24 Stunden Spielzeit ist es schon okay, ne? Ja, es kommt halt vor. Ich meine, auf der Konsole ist das nicht passiert, wenn ich mich recht erinnere. Aber gut, wir sind jetzt am PC. Aber schön. Hat auf jeden Fall auch Wiederspielwert, gerade wenn man halt so dritt ist. Das macht dann am meisten Spaß. Aber ich finde, auch im Remake, dass die Magie ziemlich, ziemlich stark ist. Ne? Also man, die meisten Kämpfe, die wir dann gegen Ende des Spiels bestritten haben, haben wir einfach mit der Magie umgekloppt. Ja, ohne Probleme. Ja, das ist die einfachste Variante, um durchs Spiel zu kommen. Natürlich kann man die Waffen leveln, wenn man zu dritt spielt. Und alle ihre Waffe aufgelevelt haben, sag ich jetzt mal auf Stufe 7, bei 8, Stufe 9, wie auch immer, und alle nacheinander draufhauen auf den Boss, dann geht das natürlich auch wunderbar. Aber nicht unbedingt halt mit unseren NPCs. Ja, es kostet halt einfach mehr Zeit, als die Magie durchzuspammen auf die Bosse, sobald man ihre Schwachstelle kennt und ja. Und der Endkampf, muss ich sagen, habe ich auch viel härter in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob sie da irgendetwas dran gedreht haben. Ich glaube aber nicht. Also gegen Tanatana war es ja noch anstrengend genug. Da wussten wir ja, brauchten wir Lichtmagie, die wir nicht gelevelt hatten auf dem Mädel. Das war noch das einzige Manko an, ja, in dem Sinne auf meiner Seite. Aber dafür war es ja auch ein bisschen spannender. Ja, aber Square Enix und Co., schöne, schöne Sache. Hat gut gefallen. Und ich bin gespannt, ob es jetzt echt noch gegen Ende kommt. Dann, wenn die Credits durchgelaufen sind. Ja, da kann man mal sehen, halt, wie viele Leute auch mitgemacht haben, ne? Für so ein Spiel. Das ist es halt. Ja, German Translators. Wen haben wir denn? Cool. Der gute Matthias und die. Oder Diana halt. Ja. Es ist lange, lange her, ne? Ich meine, 1994 ist es ja auf den europäischen Markt gekommen. 1993, soweit ich weiß, ist es erschienen, wenn ich es jetzt so aus dem Kopf sagen müsste. Und wenn man dann zurückdenkt, wie alt man gewesen ist, ne? Ich bin ja selbst 84er Baujahr. Und damals war halt der Super Nintendo total modern und jeder wollte das unbedingt halt zocken. Und es war halt schon wow. Hat eine Menge Spaß gemacht. Hat eine Menge Spaß gemacht. Und rein von der Musik her, vom Orchester her, total schön. Es ist einfach total schön. Muss man einfach dazu sagen. Macht Spaß. Ich persönlich würde mich ja übelst darauf freuen, falls sie es hinkriegen sollten oder machen würden, wenn sie den dritten Teil als Remake auch rausbringen sollten. Weil das ist auch noch ein Spiel für sich. Und total schön. Ich würde es auch dann letztendlich Let's Playen, klar. Weil da gibt es einige Neuerungen, die mir sehr gut gefallen haben. Ja, sag ich doch, der Gute kommt zum Schluss, hä? Huh?
Schwert wieder versiegelt, so wie es sich gehört. Ja, und da ist sie. Unsere Kleine. Tja, erreiche das Ende. Errungenschaft freigeschaltet. The End. Tja, jetzt kann man natürlich sich mehrere Gedanken darüber machen, wo sie halt gerade ist. Ne? Aber ich denke mal, sie guckt gerade auf einen anderen Planeten. Also je nachdem, viel Fantasie mit eingebracht. Echt schön. Die Musik. Schön, dass sie die alte Musik nochmal ein bisschen aufgepeppt haben. Waren viele Teile dabei, die mir besser gefallen haben als aus dem Original. Manche Teile wiederum nicht, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Nice, Leute. Nice. Ich würde sagen, den Anfang gleich einfach durchlaufen für die schöne Musik. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ist auf jeden Fall ein extrem cooles Game. Secret of Mana. Ah, der gute Noda. Ja, das ist es gewesen. Bis zum nächsten Projekt. Wiedersehen macht Freude. Bis dahin.